Mein Name ist Anja Wagner von Ununi TV und auf diese Grafik bin ich ganz stolz, weil darauf haben wir uns alle verständigen können, sehr schnell. Und es zeigt ein bisschen auf, dass wir dieses alte Silo-Denken verlassen sollten, weg von diesen Schulsichten, Hochschulsichten, Unternehmen, Museen und hin stärker zu einer Vernetzung, eben die Online-Angebote mit einzuplanen, die Digitalisierungskonzepte und Initiativen mitzudenken, die daran arbeiten, dass diese Institutionen effizienter arbeiten können. Und wir haben uns dann überlegt, das wurde ja eben schon von Michael Lobeck vorgestellt, dass wir eigentlich dafür voten wollen, dass die Bibliotheken aufgerüstet werden, eben in Richtung Labs und dass dort Menschen zusammenkommen können, auch in ländlichen Regionen, um gemeinsam an gemeinschaftlichen Aufgaben und Problemfelder zu arbeiten. Weil diese ganzen Menschen hier haben ja eigentlich idealerweise schon ein Smartphone in ihrer Tasche und haben Zugriff auf dieses ganze Netzwerk, egal ob sie in der Schule sind oder außerhalb in der lebenslangen Weiterbildung sich befinden. Und das sollten wir auch einfach akzeptieren, dass diese Menschen, die nutzen ja, die arbeiten ja schon die ganze Zeit im Netz und bilden sich ja die ganze Zeit weiter. Egal, ob irgendwelche institutionellen Vertreter meinen, nur das sei da hinten in der Ecke, sei Bildung. Diese Menschen lernen konsequent. Und das und sind auch potenzielle Bildungsanbieter im Übrigen, weil jeder von diesen hat auch eine Expertise. Und es wird auch so kommen, wie bei Uber bei uns im Bildungsbereich, dass jeder dort Angebote unterbreiten wird und damit seinen Lebensunterhalt eventuell ein bisschen aufwerten kann. Und ja, dafür wollen wir voten. Eine Bibliothek, die als Medienzentrum Lab arbeitet, die einen Internetzugang hat, wo Menschen hingehen können, wenn sie noch wenn sie Probleme haben, einzusteigen ins Netz, dort irgendwie vielleicht auch idealerweise Menschen vorfinden, die ihnen weiterhelfen, wo generationenübergreifend Menschen miteinander arbeiten, wo Unternehmen auch vielleicht sich mit einbringen, wo Social Entrepreneurship geschehen kann, wo innovative Entwicklungen entstehen können, die für den ländlichen Raum geeignet sind und so weiter und so fort. Das ist also unsere Vision. Die gilt nicht nur für den ländlichen Raum, sondern generell. Aber gerade im ländlichen Raum denke ich, dass es da für ein gutes Potenzial gibt. Und das Einzige, was wir dann, und dann ist das vielleicht eine gute Überleitung zur Mobilität, das Einzige, was wir ermöglichen müssen, ist halt, dass diese Labs auch zugänglich sind, dass sie von allen Menschen, egal ob sie selber über ein Vehikel verfügen oder nicht, halt erreichbar sind und da halt eine Anlaufstelle vorfinden, die sie auch adressieren können. Gut, und dann müsste die Mobilitätsgruppe jetzt Konzepte vorlegen, wie das geschehen kann. Bist du einfach da? Dann haben wir am Ende alle sitzen. Gut, wir haben viele Lösungen. Ob wir dafür eine haben, werden wir sehen. Ich denke, das Problem, was wir so ein bisschen haben und was wir auch versucht haben, in der Grafik darzustellen, wir haben zum einen hier schön dargestellt Frau Schmidt, die lebt irgendwo auf dem Land. Und auf der anderen Seite gibt es irgendwo ein Angebot, ob das Angebot jetzt Waren sind, Bildung, Arbeitsplatz oder was auch immer. Dazwischen liegt eine gewisse Distanz. Und ich habe jetzt prinzipiell zwei Möglichkeiten. Ich kann das Angebot zu Frau Schmidt bringen über Telearbeit, Telebildung, wie auch immer. Aber es wird auch immer den Punkt geben, dass ich auch in der Produktion arbeite. Also ich selbst wohne auf dem Land, von uns pendeln die Einwohner des Dorfes problemlos mal 70, 80 Kilometer einfach pro Tag, um dann irgendwo in der Produktion zu arbeiten. Das heißt, wir können nicht alle Arbeitsplätze digital machen, nicht alle Arbeitsplätze an den Wohnort lagern. Das heißt, die Leute müssen zum Wohnort kommen, sie müssen zur Bildung kommen. Und wenn ich online mein neues Smartphone bestelle, um noch mehr online zu sein, dann hätte ich das dann am Ende dann doch schon gern physikalisch real in der Hand und nicht nur rein virtuell. Von daher müssen wir auch Waren transportieren können. Jetzt haben wir gehört, und das habe ich auch vorhin schon gesagt, dass wir das Problem haben, einfach die Kosten pro Person, pro Paket, die ich transportiere auf dem Land, enorm hoch sind. Und ich deswegen die einzige Chance darin habe, indem ich Ressourcen bündle. Das heißt, und das ist hier so ein bisschen dargestellt, ich habe vielleicht in Zukunft nicht mehr so das Typische, ich bestelle bei meinem großen Online-Versandhändler und dann kommt der eine Logistikplatz hier und liefert mir das Paket bis nach Hause, sondern ich habe vielleicht viel flexiblere Logistikpfade.
Das heißt, ich kann vielleicht jetzt hingehen und sagen, okay, viele sagen heute schon, ich liefere nicht mehr bis zur Haustür, ich liefere nur noch bis in ein Zwischenlager. Alles andere ist für mich nicht mehr rentabel. Ab dem Zwischenlager übernehmen vielleicht andere Logistikdienste, vielleicht lokale Logistikdienste. Wir haben auch über Sachen gesprochen, was wir Crowd-Logistik nennen, sozusagen ähnliches Prinzip, was wir heute mit Flink und Uber haben für Personentransport, sozusagen auch für die Pakettransporte zu machen. Können die Leute, die mit dem Auto nicht sowieso pendeln, nicht auch Pakete zum gewissen Teil einfach mitnehmen? Kann ich dadurch nicht einfach ein paar Cent zusätzlich verdienen und dadurch wird auf einmal meine Wegstrecke wesentlich effizienter genutzt? Aber ein Punkt, den wir da eben entsprechend auch mit drin haben, ist dann eben zu sagen, wir wollen auch den lokalen Markt wieder mit reinholen. Das heißt, so ein Zwischenlager, was vielleicht zunächst mal so als Nachteil gesehen wird, wie die liefern mir nicht mehr an die Haustür, macht aber den Markt offen. Das heißt, ich kann jetzt auf einmal bestellen und wenn Frau Schmidt jetzt beispielsweise Lebensmittel oder sonst was bestellen will, dann muss das nicht irgendwo zentral, wenn ich in der Westpfalz bin, aus Hamburg kommen, sondern ich kann auf einmal auch lokale Anbieter wieder wesentlich besser mit ins Spiel nehmen. Und wir sehen dann Projekten wie beispielsweise Kombibus in der Uckermark, dass dann, wenn man lokale Dienste anbietet, dass dann auf einmal auch der lokale Handel, lokale Firmen, lokale Unternehmen wesentlich besser wieder in den Markt reingeholt werden können. Um das zu tun, sind natürlich ein paar Sachen nötig. Ja, wir haben, sage ich mal, drei wesentliche Klassen an Handlungsempfehlungen rausgearbeitet. Das eine ist natürlich, sagen wir, wir brauchen eine gewisse Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen irgendwo eine technologische Basis. Wir haben eben gerade auch schon gehört, das Gemeindefahrzeug sind solche Sachen. Kann zum Beispiel nicht auch eine Gemeinde dafür sorgen, dass ein Fahrzeug da ist, in der Zukunft auch gerne autonom. Solche Sachen müssen geschaffen werden. Wir müssen aber natürlich auch schauen, dass Breitband da ist. Für uns Logistik und Mobilität interessiert natürlich vor allem das mobile Breitband. Das heißt, wenn ich das zu Hause habe, bringt mir das unterwegs relativ wenig. Ja, das heißt, Breitband muss da sein. Aber wir haben nicht nur die Infrastruktur, die wir schaffen müssen. Technologisch ist vieles eigentlich auch möglich. Deswegen, was wir als weiteren wesentlichen Punkt sehen, ist, das Ganze wird, und man sieht es allein an dem Bild, relativ kompliziert, relativ technologisch. Das heißt, wir müssen die Bürger mitnehmen. Das heißt, das kann keine irgendwie von Technologen, von Unternehmen aufgedrückte Lösung sein, sondern das muss eine Lösung sein, wo Bürger mitgehen und wo man relativ schnell über Roadshows etc. Bürger mit einbezieht, sie informiert, sie fragt, was wollt ihr denn, was seid ihr bereit mit euren Daten, was dürfen wir damit machen, welche Daten wollt ihr bereitgeben. Ich will vielleicht nicht, wenn mein Nachbar oder irgendjemand aus dem Dorf mir mal ein Paket mitbringt, sollte der nicht unbedingt wissen, wo ich wann, wie oft was bestelle. Das will ich vielleicht gar nicht. Wie können wir mit solchen Sachen umgehen? Deswegen sehen wir da eben in der Bürgerbeteiligung ein enormes Feld, wo man eben rechtzeitig darauf achten muss, damit man sich da keine Barrieren aufbaut, die man leicht vermeiden könnte. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass wir sagen, Geschäftsmodelle. Es ist vielleicht für ein großes Unternehmen gar nicht so interessant, den Markt zu öffnen. Ich will vielleicht in diesen kleinen Markt nicht rein, aber ich will auch die lokalen Händler vielleicht gar nicht drin haben. Aber ich habe vielleicht viele kleinere Unternehmen, vielleicht sogar Spin-offs, KMUs etc. aus der Region, die gerne in so einen Markt reingehen wollen. Aber ich muss erstmal investieren. Und da muss man eben eine Atmosphäre schaffen, eine Basis schaffen, vielleicht sogar über gewisse Subventionen etc. den Unternehmen den Rahmen zu bieten, auch mal über eine gewisse Durststrecke mit neuen Geschäftsmodellen zu experimentieren, neue Lösungen anzugehen, um eben auch in der Anfangsphase überstehen zu können und darüber aber gerade auch das Land attraktiv wieder zu machen, auch für Unternehmen, die eben genau diesen Markt für sich letzten Endes nutzen können und erschließen können. Wenn wir das machen, dann wird, denke ich, vieles machbar sein. Allerdings, man muss halt wirklich schauen, und das ist heute auch schon gekommen, wir sind halt auf dem Dorf und ich selbst wohne auch auf dem Dorf und wir sind anders als Städter und wir denken auch anders als Städter. Und wir wollen auch nicht die Lösungen aus der Stadt. Bei uns ist es eigentlich sowas wie Uber gibt es jetzt hier super toll. Und in der Stadt, auf dem Land, macht man das irgendwie noch persönlich. Ja, das heißt, dass wenn ich krank bin, mir irgendein Nachbar oder sogar der Apotheker meine Medikamente vorbeibringt, ist genauso normal, wie mal irgendwo die 80-jährige Dame aus dem Dorf auch irgendwie mal zum Arzt fährt. Und das ist was, was man sich zu Nutzen machen kann. Und da kann Technologie eben auch helfen, gerade wenn man das regional organisiert und nicht irgendwo zentral aus Berlin oder aus New York für das Land versucht zu steuern, dass man da eben genau dieses Potenzial, was im Land steckt, auch zunutze machen kann und so eben auch zu Lösungen kommt, damit dann auch die Schüler vielleicht in die Schule kommen. Wer ist die nächste?
Energie. Ja, bei uns ist ein bisschen mehr los auf dem Bild. Da sieht man sehr schnell, dass Energie ein zentrales Thema ist im ländlichen Raum, das sehr vernetzt ist durch alle Lebensbereiche. Man kann im Grunde sagen, die Energiewende ist das größte Struktur- und Wirtschaftsförderprogramm für den ländlichen Raum, das es jemals gab in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Frage ist, wird das Geld effizient eingesetzt und kommt es bei den Richtigen an? Und das ist auch eine Frage von smarten Technologien. Da geht es nämlich, also bisher macht die Energiewende den Flächeneigentümer reich, der da den Windpark drauf stehen hat. Aber das lokale Stadtwerk, das die Netze betreibt, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sieht in erster Linie Kosten auf sich zukommen. Und der Handwerksbetrieb vor Ort, der hat auch nichts davon, weil er auf die Technik gar nicht geschult ist und dann jemand aus Hamburg eingeflogen wird. Zukünftig muss sich erneuerbare Energie am Markt bewähren. Da ist das Risiko, dass es den, den es jetzt noch reich macht, zum Beispiel den Bauern im Windpark auf dem Acker oder mit Biogasanlage, eben nicht mehr reich macht, weil erneuerbare Energien die Tendenz haben, sich ihren Preis an der Börse selbst kaputt zu machen. Wind weht nun mal, wenn der Wind weht, dann kann man ordentlich einspeisen, dann kann man ihn an der Börse verticken, das machen alle. Also gibt es plötzlich ein Überangebot, das heißt, der Preis fällt, die müssen ihren Strom praktisch verschenken. So war die Sache nicht gewettet, kann man intelligenter machen. Wäre doch eine schöne Sache, und es ist vor allem eine realistische Sache, dass der Windpark, die Biogasanlage etc. schaut, was für ein Bedarf ist tatsächlich in unserer Nachbarschaft da an Strom, an Wärme und wann ist der da, dass daraus lokale Produkte geschnürt werden, sei es lokale Produkte, die direkt die Kunden vor Ort, die Haushalte beliefern, sei es lokale Produkte, die ein Unternehmen, ein verarbeitenden Betrieb direkt versorgen über einen direkten Liefervertrag, sei es Regelenergie, mit der der lokale Netzbetreiber unterstützt wird, dabei die Netze intakt zu halten, ohne sie maximal ausbauen zu müssen, weil der Strom dann eingespeist wird, wenn er gebraucht wird und dann nicht, wenn er nicht gebraucht wird. Sprich, man schafft lokale Lieferketten. Das funktioniert nur, wenn man in jedem Moment weiß, wie viel Energie kann die Anlage gerade erzeugen und wie viel erzeugt sie gerade und wenn man das praktisch online abrufen kann. Wenn der Betrieb, wenn der Netzbetreiber sagen kann, Mensch Leute, ich brauche mehr Strom, der Windpark allein reißt es nicht, der Wind geht zurück. Und die schmeißen zielgerichtet ihre Biogasanlage an, um die Lücke zu schließen. Oder andersrum fahren sie runter, wenn der Wind gerade gut weht. Das ist ein Thema von intelligenter Mess- und Steuertechnik, die heute schon am Markt ist, die heute schon machbar ist. Gleichzeitig haben wir da, und vor allem ist es eine Chance, wenn man das in regionalen Produkten unter die Leute bringt, dass mehrere in der Region daran partizipieren. Der Händler, der Kunde, der Abnehmer bei Genossenschaftslösungen, wenn jetzt ein Windpark zum Beispiel gemeinsam finanziert wird, gemeinsam vermarktet wird, man kommt weg davon, dass es einige wenige reich macht, man kommt hin davon, dass eine Wertschöpfung vor Ort bleibt und auch vor Ort besteuert wird. Das ist ja auch für die oft klammen Kommunen ein Faktor. Der zweite Faktor, der da drin hängt, sind die Netze. Wir haben immer mehr erneuerbare Energie, die vom Land in die Städte transportiert werden muss und quer übers Land. Darauf ist die Infrastruktur nicht ausgelegt. Das heißt, die Netze müssen ausgebaut werden. Das ist in vielen dünn besiedelten Regionen ein Thema, das den zuständigen Netzbetrieben und auch den zuständigen Kommunen riesige Sorgen macht, weil da hohe Kosten darauf zukommen. Mit intelligenter, auch hier wieder intelligenter Mess- und Steuertechnik und mit Erzeugern und Verbrauchern, vor allem Erzeugern, die sich vernetzen untereinander, um sich abzusprechen, wer speist wann, wie ein, um den Bedarf zu decken. Was ist überhaupt der Bedarf? Was brauchen wir? Kann man diese Netzausbaukosten gewaltig senken und damit Ausgaben, unnötige Ausgaben in eine überdimensionierte Infrastruktur in der Region vermeiden? Das heißt, auch wieder mehr Geld bleibt vor Ort, weil es nicht abfließt in Maßnahmen, die eigentlich gar nicht gebraucht werden, die man vielleicht an 2 Tagen im Jahr braucht und ansonsten steht es ungenutzt rum. Also das Thema, das wir alle haben, wie lastet man die Infrastruktur gut aus? Das dritte Thema ist Qualifikation. Auch hier spielt das eine ganz große Rolle. Vorhin erwähnt, der Windparkbetreiber, nebendran sitzt der Handwerkbetrieb, der kommt aber nie zum Zug, wenn es um die Wartung geht, weil er darauf gar nicht fortgebildet ist. Zunehmendes Problem im ländlichen Raum und eine riesige Chance. Also gerade es wird in enormem Maße qualifiziertes Handwerk gebraucht für die Energiewende, für die Energietechnik auf dem Land. Das ist dezentral. Da nutzen die Betriebe, die irgendwo in den Städten sitzen, die sich bisher auf Kraftwerkbetrieb spezialisiert haben, nur mäßig. Die sind weit weg, die haben lange Anfahrtswege.
auf dem Land haben sich die Betriebe oft noch gar nicht so sehr darauf spezialisiert. Das ist eine Funktion, die müssen Kommunen unterstützen. Das ist aber noch eine Chance, die Betriebe erkennen können. Oft kann ein einzelner Betrieb das nicht wuppen, dort irgendwo Fortbildung zu machen, Demonstrationsobjekte aufzubauen, Schulungen zu organisieren. Da gibt es eine große Chance, wenn Kommunen, wenn Landkreise die Betriebe miteinander vernetzen, um gemeinsam in der Region zum Beispiel auch über mobile Schulung eine Fortbildung hinzukriegen, ganz enge Berührungspunkte mit der AG Bildung, mit dem Ziel, dass man die Chancen, dass plötzlich enorm Energietechnik vor Ort installiert wird, die gewartet werden muss, betrieben werden muss, dass im Zuge der energetischen Sanierung gewaltige Investitionsvolumina kommen über die nächsten Jahre, dass das auch vor Ort geleistet wird. Das heißt, man hat wieder eine Chance, Wertschöpfung massiv in die Region zu bringen. Wieder ein Thema, wo Technologie eine Rolle spielt, diesmal nicht im Sinne von Mess- und Steuertechnik, sondern diesmal im Sinne von gemeinsamer Akquiseplattform, gemeinsamer Fortbildungsplattform. Wie vernetzt man die Akteure in der Region mit einer dünnen Besiedelung, einer dünnen niedrigen Bevölkerungsdichte, so dass sie gemeinsam agieren können. Zuletzt ganz kurz das Thema Wärme und Mobilität gestreift. Man muss bei der Energiewende auch aufpassen, dass man nicht den falschen Baum anbellt. Es fokussiert immer sehr auf das Thema Strom. Der Großteil der Emissionen in Deutschland kommt nicht vom Strom, sondern kommt von der Beheizung und kommt von der Mobilität. Der Fokus auf den Strom macht durchaus Sinn, weil künftig Mobilität und auch Beheizung stärker als bisher auch mit Strom stattfinden können. Aber das heißt, auf der einen Seite muss man sich auch im ländlichen Raum darauf einstellen, wie weit spielt E-Mobility künftig für uns eine Rolle und was kann man dafür machen? Ein Beispiel, wenn man irgendwo Rohre verlegt, Infrastruktur baut, Leerrohre einplanen für kabelloses Laden, ein Standard, der ab 2018 kommt und den bisher kaum jemand auf dem Schirm hat. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie kann man außerhalb von E-Mobility als Leuchtturmprojekt, auf das im Moment alle fokussieren, im Thema Wärme, im Thema Mobilität auch auf dem Land vorankommen. Und da sind viele spannende Ressourcen vor Ort, beispielsweise Biogas, das sich im Erdgasnetz eingespeist als Kraftstoff nutzen lässt. Zum Beispiel die Chance von Kraft-Wärme-Kopplung, wenn man lokale Nahwärmenetze schafft. Man muss künftig Strom, Wärme und Mobilität integriert betrachten. Und das ist auch ein Anspruch an die Verwaltung, weil es oft in verschiedenen Ressorts hängt bisher. Künftig muss es gemeinsam gedacht werden. Wir brauchen eine Energieinfrastruktur im Land, die erfasst, was sind die Bedarfe vor Ort für Strom, Wärme und Mobilität, was sind die Angebote und wie bringt man das zusammen. Und eine Kommune muss ein Stück weit eine Plattform werden, um da die einzelnen Akteure zu vernetzen. Ihnen bei der technischen Vernetzung zu helfen, sie aber auch zusammen an den Tisch zu holen, um sicherzustellen, dass beispielsweise, wenn ein neues Gewerbegebiet geplant wird und man eine Biogasanlage hat, man die Raumplanung so einordnet, dass sich ein Nahwärmenetz auch trägt, dass man die Wärme der Biogasanlage nutzen kann, um damit die Betriebe günstig zu beheizen und es eben nicht zu weit weggebaut wird und man die Wärme verpuffen lässt und wenn die Anlage aus der Förderung raus ist, trägt die sich nicht mehr und macht dicht. Das reißt klassische Grenzen ein, eben zwischen Energiepolitik, Strukturpolitik, Verkehr, Bildung. Insofern, an wen soll ich weiter übergeben? Die Punkte, die Schnittstellen sind eigentlich mit jeder anderen Gruppe sehr signifikant. Deswegen ist auch so ein Gewusel hier auf dem Bild. Okay. Ich glaube, das hier muss auch funktionieren. Danke, passt. Ja, guten Nachmittag mittlerweile. Ich bin Johannes Abel und darf die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Politik und Verwaltung mit vorstellen. Wir waren 8 Experten in dieser Arbeitsgruppe und paritätisch vom Hintergrund Verwaltung, kommunale Verwaltung, Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Und sind angetreten mit dem Anspruch, dass wir möglichst praxisnah Input sozusagen in diese insgesamt doch sehr strategisch geführte Debatte mit reinbringen möchten, wo sozusagen, wo, wenn ich Bürgermeister bin und mein Projektportfolio sozusagen aufziehe, wo konzentriere ich mich auf Digitalisierung, wo ist Digitalisierung für mich ein Lösungsmechanismus, den ich nutzen kann. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, wir haben mehrere Jahrzehnte Arbeitserfahrung im Bereich öffentliche IT, Verwaltungsmodernisierung, E-Government mit am Tisch, aber insgesamt doch alle einen sehr städtisch geprägten Hintergrund, um die eigenen Ideen und Projekterfahrungen zu validieren, haben wir dann mehrere Workshops veranstaltet, dankenswerterweise mit dem Deutschen Städte- und Gemeindetag, mit dem
Bundesnetzwerk bürgerschaftliches Engagement, die sich da zur Verfügung gestellt haben und auch da Input mit zugegeben haben. Wir haben dann das alles sozusagen in einem Trichter zusammenfließen lassen. Was haben wir an Ideen, an Input, an Projekten eigentlich vorgestellt bekommen? Was haben wir selber mit reingebracht und haben das versucht über einen Personas-Ansatz, wo die Karin Engelhardt aus Coburg sozusagen super mitgewirkt hat, das ein bisschen zu verdichten. Dann sagt unser Bürgermeister, Michael Gemeindefreund, ich hoffe, man kann das hier lesen, was hat er eigentlich ständig auf seiner To-Do-Liste? Und da sind ganz viele Dinge zusammengekommen, von der Zusammenlegung von Schulen, von der Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs. Am Ende haben wir uns die Frage gestellt, wo ist eigentlich hier noch Platz für das Thema Digitalisierung? Wie kann er sich mit den begrenzten Ressourcen und Kapazitäten, die ihm zur Verfügung stellen, eigentlich dem widmen? Und haben dann versucht, sozusagen da mal vier Punkte eben mit auf den To-Do-Zettel zu schreiben, dass wenn er denn Zeit findet, um für seine Gemeinde Sonnental etwas sozusagen zu erreichen, was sind denn konkrete Handlungsfelder, denen er sich da widmen könnte? Ganz links oben sozusagen das Thema digitale Gemeinschaft haben wir das überschrieben. Dahinter steht natürlich insbesondere auch der Bereich digitale Bürgerbeteiligung, aber auch und mit Ausrufezeichen das Thema Teilhabe, digitale Townhalls. Wir haben es jetzt in dem einen oder anderen Wahlkampf schon mit beobachten können, wie sind eigentlich auch in Regionen mit, ich glaube, 50 Einwohner pro Quadratmeter, sagt die OECD sozusagen, ist gerade noch, ab da ist es dann unbesiedeltes Gebiet. Aber sowas haben wir sozusagen auch in Deutschland. Und wie kann hier eigentlich noch Teilhabe sichergestellt werden? Als zweiten Aspekt den Punkt der digitalen Koproduktion. Da hatten wir heute vom Code for Germany schon ein ganz fantastisches Beispiel dafür, wie Wertschöpfungsketten von der Verwaltung in die Gesellschaft mit verlängert werden können. Natürlich nicht ausschließlich sozusagen. Also man kann die Verwaltung an manchen Ecken und Enden auch nicht aus der Verantwortung entlassen. Aber wo ist es sozusagen möglich, unterstützend hier mitzuwirken? Da gibt es auch international schon sehr hervorragende Beispiele. Zum Beispiel das Expert-Patients-Programm in Großbritannien vom National Health Service, wo sozusagen über digitale Plattformen der Verwaltung ein Beratungsnetzwerk von chronisch Kranken füreinander sozusagen organisiert worden ist. Also ganz klare Konnektion auch zum Thema Gesundheit und Pflege. Das Peer-to-Patent-Programm aus den USA vom amerikanischen Patentamt, mittlerweile auch sozusagen schon ein Exportschlager an andere Länder, wäre sozusagen ein weiteres Beispiel für diesen Bereich. Ja, digitale Standortpolitik. Standortpolitik, der Begriff ist hier vorhin in der Diskussion am heutigen Tag insbesondere auch mit dem Thema Breitband in Verbindung gebracht worden. Gleichmäßig ist es so, um mal in den IT-Sprech abzuweichen, dass sich insbesondere aber auch auf dem Applikationslayer da hervorragende Möglichkeiten jetzt bieten, für kleinere Verwaltungen auch eine gewisse Sichtbarkeit für sich selber zu erzeugen und im Zusammenschluss mit anderen auch eine ganz andere Schlagkraft herzustellen. Also ein schon sehr aktuelles Beispiel, wie biete ich oder welche Services kann ich eigentlich für Unternehmen anbieten, um weiterhin auch als Standort überhaupt A, sichtbar zu sein, B, dass sich Unternehmen sozusagen auch von vornherein, ohne großen Research zu betreiben, einen sehr guten Überblick über die Opportunities arbeiten können oder auf so einen Informationen Zugriff haben. Und C sozusagen, wie kann ich eigentlich da auch schon bereits bestehende digitale Infrastrukturen mit benutzen? Also da gibt es ja erhebliche Impulse auch in den letzten Jahren. Das Thema EU-Dienstleistungsrichtlinie hat uns alle in den letzten Jahren doch ein Stück weit begleitet. Da gibt es jetzt auch neue Ansatzpunkte aus der Europäischen Kommission sozusagen, stärker insbesondere ganzheitliche Wirtschaftsportale, wie das so schön heißt, also die einheitlichen Ansprechpartner der nächsten Generation mit aufzubauen. Das bietet natürlich dann auch für kleine Verwaltungen und für Kommunen dann Möglichkeiten, sozusagen sich durch die entsprechende Bereitstellung von Daten da auch zu positionieren, und zwar international. Also das ist sozusagen da auch ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist auch eine funktionierende Verwaltung an sich ein wichtiger Standortfaktor, und deswegen haben wir hier auch das Thema kooperative Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung sozusagen mit aufgenommen. Damit das alles funktionieren kann, sozusagen rechts unser vierter
unser vierter Baustein, das vierte To-Do sozusagen für den Arbeitszettel von Bürgermeister Michael Gemeindefreund. Das ist das Thema digitale Infrastrukturen. Da zählt auf der einen Seite sozusagen erstmal organisatorisch, ganz wichtig, viel diskutiert, das Thema, wie richte ich mich als Organisation eigentlich darauf aus, Internet first zu denken und zu handeln. Und wenn ich meine Prozesse gewissermaßen hier in diese Ausrichtung lenken kann, was brauche ich dann wirklich an Technologie, um da auch handlungsfähig zu sein? Und da sind natürlich, und das, die Begriffe sind auch heute schon gefallen, die Themen Kompetenzen und Kapazitäten sozusagen immer wieder das, wo es an vielen Ecken und Enden hakt. Das Thema Standards war auch schon heute ein ganz wichtiges Thema, jetzt gar nicht sozusagen hier Industriestandards, sondern vor allem auch Datenstandards. Und um einen Standard benutzen zu können, brauche ich auch erstmal auch entsprechende Webservices, entsprechende Schnittstellen, die ich in meine Verfahren integrieren muss. Und da haben wir nämlich schon ganz oft ein riesiges Ressourcenproblem, weil die IT-Fachverfahren, die irgendwann mal angeschafft worden sind, oft nur unter immensen Kosten diese Schnittstellenfähigkeit erlangen können. Das heißt, die Ertüchtigung von meiner IT-Landschaft, die ich als Kommune eigentlich angehen muss, um in der vernetzten Verwaltung und in der vernetzten Gesellschaft mitspielen zu können, sind enorm. Und um solche Closed Shops sozusagen von vornherein auch da zu vermeiden, solche Showstopper zu umkurven, haben wir da nochmal drei Punkte sozusagen mit aufgenommen. Das Thema A, offene Schnittstellen, wenn ich als Verwaltung ein Verfahren beschaffe. Das ist egal, ob das ein Content-Management-System ist, ein Vorgangsbearbeitungssystem ist, ein Payment-System, was auch immer, sicherstellen, von vornherein sicherstellen, dass gewisse Schnittstellen vorhanden sind oder aber mit überschaubaren Mitteln implementierbar sind. Genau, ich mache mal hier den Co. Ja. Punkt 2, das Thema sozusagen offene Schnittstellen, offene Daten sozusagen als das Futter, das ich liefern muss, um überhaupt sozusagen über meine Schnittstellen dann auch partizipieren zu können und sichtbar werden zu können. Und offene Architekturen, wie baue ich eigentlich meine IT-Landschaft sozusagen so auf, dass da ein hohes Maß an Überschneidung ist im Bereich der Anforderungen mit anderen Kommunen. Und da war sozusagen unsere Grundthese, das ist eigentlich grundsätzlich gegeben. Die Anforderungen an IT-Landschaften sind, und an IT-Systeme sind sehr ähnlich. Und deswegen nochmal sozusagen rechts darauf hingewiesen, wenn man anfängt, neue Verfahren zu konzipieren, in einen kooperativen Ansatz zu fahren, der dann auch überhaupt erst später einmal gemeinsame Betriebsmodelle ermöglichen kann. Ja, dass ich sozusagen nicht mehr für alles immer alleine verantwortlich bin und relativ hochwertige Dienste gemeinsam bereitstellen kann und auch nutzen kann. Weil das sozusagen und das ist das letzte Punkt, damit das nicht runterfällt. Wir haben ja vorhin das Thema auch Smart Farming in dem Vortrag von der Deutschen Gesellschaft für Informatik mit anklingen lassen. Da ist es ja auch so, dass schon vieles funktioniert. Dennoch fragt sich der Bürgermeister, warum hat eigentlich der Vertriebler, der hier anmarschiert, von dem Landmaschinenhersteller mehr Informationen über meine eigene Arbeit als ich selber? Und B sozusagen auch nicht zu vergessen, ein wesentlicher Dienst, damit das überhaupt funktioniert, ist momentan noch GPS. Also eigentlich ein technischer Dienst, der für unsere Landwirtschaft lebenserhaltend ist, auf den wir aber keinen Zugriff haben und auf den die Verwaltung hier in Deutschland zumindest überhaupt nicht steuern kann. Also da ist sozusagen die Frage, wie kann man eigentlich in ländlichen Räumen uns zusammentun, gemeinsame Dienste entwickeln, die die Anforderungen der Beteiligten abdecken und dann insgesamt auch kooperativ und kostengünstig, ressourcenschonend einfach auch zu steuern sind. Danke. Da waren wir doch schon bei Wertschöpfung. Wertschöpfungsketten dürfen ja nicht nur auf dem Land stattfinden. Man sollte auch nicht versuchen, die nur auf dem Land zu belassen und die nur dort stattfinden zu lassen. Und deswegen spielt bei uns Stadt-Land-Partnerschaften ganz weit um und die Kommunikation in der Mitte. Genau, ich gehe einfach mal so ein bisschen rundum. Bestehende Strukturen nutzen, das ist eine Sache, die wir lernen haben.
Kann man das ein bisschen lauter machen? Ist nicht an, oder? Geht das denn? Ja. Haben mich alle gehört? Oh, das ist auf jeden Fall lauter, ja. Soll ich das jetzt alles nochmal sagen? Nein, ja, ihr sitzt auch schon eine Weile hier, das verstehe ich auch. Gut, Strukturen. Wie war das denn, Kai, bei Mundrop? Ihr habt ja bestehende Strukturen vor Ort genutzt und das war inwiefern sinnvoll und wie seid ihr da dazu gekommen? Also ich würde mal das Produkt vorstellen, worum es sich dreht. Wir haben zwei Produkte entwickelt. Einen Boogaloo, das ist der Saft für die Buga 2015 Bundesgartenschau. Deswegen haben wir den Boogaloo genannt, ein bisschen Groove noch mit drin. Und ein Saft für ein Unternehmen, das ist Thema Energie, welches Netze baut, also Stromnetze und von ihren Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen, denen das Obst verwendet, um daraus auch ein Produkt zu machen für die Mitarbeiter und Kunden. Genau. Jetzt war die Überlegung Wertschöpfungskette. Wir haben erstmal die Region, das Havelland, die Bundesgartenschau, dahin gebracht, dass sie verstehen, dass das Havelland natürlich für Obst steht. Jeder kennt Ribbeck, ja, Herrn Ribbeck aus dem Havelland. Und das ist im Grunde ein ganz tolles Merkmal für diese Region, weil jeder das kennt. Ja. Und das Havelland steht für öffentliche Obstbestände. Und was wir gemacht haben, was war die Frage nochmal eigentlich? Welche bestehenden Strukturen vor Ort ihr benutzt? Ach so, okay. Wir haben erstmal eine Struktur, wir haben erstmal einen Abnehmer gefunden, ganz zu Anfang, ne? Also schön lean. Also wer kauft das von uns und wie viel kauft der? Wir werden davon 100.000 Flaschen in den Verkauf bringen. Das heißt, wir wussten, wir brauchen jetzt 20.000, 30.000 Liter Saft oder so. Und da haben wir gerechnet, wie viel Äpfel braucht man dafür? Es gibt die Mundraub-Plattform, da sind ganz viele bunte Punkte drauf und dahinter stehen dann Apfelbäume oder Birnenbäume. Das hat uns die Community gemeldet, also die haben eingetragen, da steht ein Apfelbaum oder da stehen 10 Apfelbäume. Dann wussten wir schon, okay, wie viele Bäume stehen da? Dann haben wir die Gemarkung geguckt, welche Bürgermeister sind dafür verantwortlich, haben also diese Bürgermeister angesprochen, die haben dann in der Gemeindesitzung mit ihren Gemeindevertretern gesprochen, ob man so wilde Horden aus Berlin dahin lassen darf oder nicht. Und das hat dann auch, wir durften dann auch kommen, durften dann letztlich auch im Gemeindehaus schlafen und der Feuerwehrhauptmann hat uns dann auch das Holz für das Lagerfeuer gebracht. Das war dann alles super nachher am Ende. Genau, wir haben einfach versucht, in diese Region reinzukommen. Dann gab es dann auch eine regionale Mosterei, die mit uns dann jetzt zusammenarbeitet und die haben das Exklusivvertriebsrecht und Produktionsrecht bekommen, auch über das Projekt hinaus, wenn es dann weitergehen sollte, dass sie damit auch Geld verdienen kann. Also auf jeden Fall Gemeinde, Feuerwehr, Vereine, was dann vor Ort ist, Dorfverschönerungsverein. Klar, dann unsere Community, die uns die Standorte halt auch meldet. Ja, das ist eine Struktur, die nicht vor Ort ist, aber die eigentlich auch vor Ort ist zum Teil. Und die dritte, klar, die Leute, die das ernten. Das ist, glaube ich, der erste Community-geerntete Saft, den es überhaupt gibt in Deutschland wie nennt sich das, Peer-to-Peer? Also unsere Community ist über unsere Plattform crowdgesourceter Apfelsaft. So. Also wir haben 80 Freiwillige wirklich akquiriert für 4 Wochenenden, also immer 20 Leute. Aus der Region tatsächlich, das waren vielleicht so 20 Leute aus den Dörfern, die mitgemacht haben und 60 Berliner und Hamburger, die dann kamen, weil die wahrscheinlich affiner sind. Und die haben mit uns und den Feuerwehrleuten und mit den Leuten vor Ort geerntet und das wird dann eben auf der Bundesgartenschau verkauft, genau. Die habt ihr ja über eure Online-Plattform akquiriert, ne? Ja, genau. Und ich finde, da ist es vor allem auch wichtig, haben wir gesehen bei Projekten, die, ich will nicht sagen gescheitert sind, aber die nicht so gut gelaufen sind, ist, dass da auch eine klare Kommunikation fehlte. Also bei euch auf der Website ist es wirklich so, da wird klar gesagt, hier ist das Erntecamp, das könnt ihr erwarten, das müsst ihr mitbringen. Und so eine klare Kommunikation ist einfach total wichtig, damit da auch keine Enttäuschungen sind und damit die Unterstützer wissen, was sie erwartet und auch damit die Betreiber wissen, worauf sie sich einstellen können. Also Kooperationen vor Ort, da habt ihr ja auch Exklusivverträge gehabt, nicht wahr? Und Politik einbinden, hast du auch schon gesagt, ihr habt mit dem Bürgermeister gesprochen, ja, oder mit mehreren. Das kann ja auch schon mal zu so einem Prestigeprojekt richtig werden von einem Bürgermeister, der dann auch viel Reichweite und viel Unterstützung bringt. Ja, auf jeden Fall. Also gerade hier in Brandenburg gibt es 2 Bürgermeister bei Rathenow, die gerne 2 alte Alleen gern wieder
aufwerten wollen. Das sind allerdings Kreisstraßen und nicht Gemeindestraßen. Und die Straßenbauverwaltung des Kreises möchte die eigentlich weghaben, weil Obstbäume entlang einer Allee sind nicht wirklich, die machen nur Arbeit und das Obst fällt auf die Straße und fällt aufs Dach und die Rehe fressen das und springen vors Auto. Das wollen die alles eigentlich nicht mehr haben. Und, aber der, die Bürgermeister wollen das eben gern als Landschaftselement, als touristische Attraktion oder für die Bürger einfach auch haben und hoffen natürlich über solche Projekte dann auch ja, für sich ja, auch was bewirken zu können oder auch mit der Strahlkraft einer Bundesgartenschau. Und noch was, wir hatten noch ein anderes Projekt in Niedersachsen, wo wir mit 16 Gemeinden einen Radweg, Baumpatenschaften für einen Radweg vergeben haben, 2000 Stück sozusagen. Und für das Projekt kriegen wir jetzt einen deutschen Tourismuspreis auch. Also, ja. Also das waren eben auch Bürger mit Bürgermeistern, die über 2 Jahre dafür sensibilisiert wurden und irgendwann auch erkannt haben, dass das doch echt eine tolle Sache ist auch. Ja. Wichtig ist ja immer, dass so Ideen nicht von außen aus der Stadt aufgedrängt wurden. Das wurde, glaube ich, auch schon mal vorher erwähnt, dass man nicht der innovative Städter ganz hip da ankommt und der Landbevölkerung sagt, wo es lang geht. Wie war da so die Verteilung oder wie war die Resonanz? Na, in Niedersachsen schon, da kam, also das war schon sehr kritisch zu Anfang, dass da jetzt Leute aus Berlin kommen und jetzt irgendwie das mit Internet, das ist alles, ja, und irgendwie komisch. Also das fand ich nicht so, also zu Anfang war es ein bisschen schwierig, da reinzukommen, aber natürlich durch den Partner, Tourismusverband, Zweckverband der Gemeinden, kam man dann recht gut rein. Also am Ende waren die Leute alle total glücklich mit uns, so, ne? Und hier in Brandenburg, in Brandenburg eigentlich auch. Also ja, wichtig dann ja, vor Ort sein und die Leute ernst nehmen und denen auch einen Mehrwert zeigen. Also was, ja, wenn man mit uns zusammenarbeitet, was das für sie an Mehrwert bedeutet. So, ne? Und, ja, ernst nehmen. Okay. Ja, unbedingt. Mikro kommt. Ich komme aus Brandenburg gebürtig und so spannend ich Mundraub finde als Idee, gibt es ja auch schon länger, das Brandenburger Herz in mir sagt, ich erinnere mich noch richtig gut, wie die Berliner nach Brandenburg aufs Land rausgefallen sind und tschüss, schöne Plätze, wo du Äpfel und Kirschen pflücken könntest, weil da gibt es jetzt Camp und alle sonstigen Sachen. Was ist denn der Punkt, wie ihr den Bürgermeister überzeugt und was ist der Mehrwert der Bürger, die denken, hey, cool, dass die Leute jetzt aus ganz Deutschland zu uns kommen und das Obst abpflücken und da Saft draus machen. Erklär es mir nochmal als so Mädchen vom also Land. Ganz, ja, also ich bin übrigens auch vom Land. Ich komme aus einer 2000-Seelen-Gemeinde. Ich habe da bis 16 gearbeitet. Also kann das auch verstehen. Die Alleen werden nicht mehr abgeerntet. Also die Leute, meine Familie wohnt noch auf dem Lande. Die haben sogar auch Apfelbäume auf ihrer Weide stehen und die kaufen sich trotzdem im Laden, weil es günstiger ist und einfacher und bequemer, das zu kaufen. Das war interessant, hier in Brandenburg, diese Alleen, als wir die Bürgermeister angesprochen haben, da war erstmal so Abwehr, genau wie Sie das gerade sagen. Wieso, das ist für unsere Bürger, das geben wir jetzt nicht her. Ne? Also da müsst ihr dafür bezahlen auch oder so. Was haben wir davon? Ne? Und dann stellte sich aber raus, es erntet gar keiner. Es erntet einfach heute keiner mehr. Also, das sind hunderte Bäume, die da rumstehen. Und das schaffen die Leute, die haben selbst im Garten, die meisten haben im Garten selbst was stehen und die schaffen das kaum selbst, ihre eigenen Sachen da zur Mosterei zu bringen. Du hast das auch gesagt, ja. Was ist der Mehrwert? Also es ist ein Austausch da mit Städtern, es kommen vielleicht auch neue Ideen. Ist mal was los, ja? Also uns hat der Bürgermeister gesagt, heute sind noch nie so viele Leute am Samstag hier auf der Straße entlang gefahren wie heute, weil die alle gucken, was die Leute da so machen. Warum interessieren die sich jetzt für unsere Allee hier? Das war schon interessant, ja? Und am Ende, ja, was ist, keine Ahnung, vielleicht auch eine Wertschätzung für den ländlichen Raum. Da kommen jetzt also Menschen aus der Stadt und interessieren sich plötzlich dafür. Für so eine komische Allee, die eigentlich ja abgeholzt werden soll. Die sind ja alle 80, 90 Jahre alt und die sind in 10 Jahren einfach weg. Ne? Und vielleicht ist doch auch der Wert über solche Aktionen da, okay, das ist was wert, da, lass uns doch einfach mal nachpflanzen und nicht einfach abholzen. Aber ist vielleicht ideeller Wert. Fließt da Geld?
Dann fließt denn dann da wieder was zurück von den Erlösen? Also die... Oder an die Helfer oder so, damit die zum Beispiel sagen, ja Mensch, dann lohnt sich das, dann forsten wir das wieder auf oder dann machen wir da weiter mit? Also eigentlich die Kommunen haben alle Saft gekriegt so, also für den Kindergarten und für ihre Gemeindesitzungen. Das haben wir dann für die gemacht, ne? Wir haben kleine Miete gezahlt fürs Gemeindehaus, dass wir das nutzen können. Aber diese, klar, wem sollen wir das Geld geben? Also das ist ja öffentlich. Also da gibt es keine Buchhaltung dafür. Das ist öffentliche Güter. Das ist abgesprochen. Ich habe eine kurze Frage. Das eine ist das Ernten der Äpfel. Gibt es auch eine Gruppe, die Nachhaltigkeit betreibt? Das heißt, die Bäume sozusagen akkurat beschneidet? Weil das ist nämlich ein Problem, was ich selber persönlich aus Mecklenburg-Vorpommern kenne, dass also da keine Pflege mehr erfolgt, beziehungsweise die Straßenbeißereien, ja, die bearbeiten die Bäume wie ein Rasenbär oder sowas, die schneiden einfach runter. Und der dritte Punkt ist, es gibt jetzt, und es gab in der Presse, und das ist ja schon vor einem Jahr gewesen, also ich weiß es hier in Berlin aus den Feldern in Spandau draußen, dass die Leute teilweise jetzt hier, die Berliner, kommen mit einem Auto an, reißen die Äpfel runter, reißen die Zweige runter. Ich weiß nicht, was macht ihr dagegen? Die Frage zur Pflege, die ist gut. Also wir können natürlich nicht in ganz Deutschland flächendeckend jetzt Pflege gewährleisten. Es gibt Regeln, ne, die befolgt werden sollten. Ob die befolgt werden, kann ich nicht beeinflussen. Aber wir geben schon ein Regelwerk vor. Im Hasetal bei Osnabrück mit diesen 16 Gemeinden, da haben wir Baum- und Pflegepatenschaften vergeben. Ne? Bei Altbäumen, ja, die Straßenbauverwaltung, klar, die machen Lichtraumschnitt, dass das eben nicht runterfällt auf die Straße. Haben wir auch wenig Einfluss drauf. Bei den Ausgleichsflächen mit dem Unternehmen, was ich erwähnt habe, da sind wir jetzt gerade dabei, also mit den Mitarbeitern so ein Pflege CSR-Programm aufzusetzen. Und die Frage, dass die Berliner oder Hamburger rausfahren und wie die Horden einfallen, das gab es auch vorher schon. Also das kann ich auch nachweisen. Das ist jetzt nicht unbedingt, seitdem es jetzt diese Plattform gibt. Und es konnte mir auch noch keiner nachweisen, dass da ein Zusammenhang direkt besteht. So. Also was wir dagegen machen, wir können einfach nur aufklären, wir können darüber schreiben, wir können warnen oder die Leute einfach zu einem guten, vernünftigen Verhalten dazu animieren. Das versuchen wir halt auch. Ja. Also dafür ist auch so eine Plattform ganz gut geeignet, aber ob sie es dann wirklich machen, kann ich schlecht beeinflussen. Dann kommen wir noch zur letzten Gruppe. Ich sag gleich noch, zum Anschluss werfe ich nochmal die Plattform ran und die Einladung gilt, da ist auch eine Projektlandkarte, da kann jeder Projekte auch eintragen, die werden dann auf der Landkarte visualisiert und wir werden auch die nächsten Tage über dann noch Projekte eintragen und wir freuen uns natürlich da auf Feedback und Anregungen. Und jetzt im Anschluss an Willi nochmal die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und dann wird Gerald noch was zum Abschluss sagen. Ja, ich stelle nochmal das Ergebnis der Arbeitsgruppe Pflege und Gesundheit vor. Und die Formulierung ist nicht willkürlich, sondern man hat sich sehr viel stärker mit dem Thema Pflege beschäftigt, weil Gesundheit ist so ein Moloch, so komplex, dass jede Zeit aus dem Ruder gelaufen wäre, um ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Also Pflege. Im Mittelpunkt des interaktiven Pflegeuniversums, wie das hier in diesem Schaubild genannt wird, steht der Pflegende oder die Pflegende, die Zupflegende. Und wenn ich davon ausgehe, dann muss ich mir anschauen, welche Bedürfnisse gibt es eigentlich bei demjenigen, der pflegebedürftig ist. Und die Hauptaufgabe oder die Hauptherausforderung liegt hier dann darin, dass man drei Themen ansprechen muss. Das eine ist die persönliche Bewältigung des eigenen Alltags, insbesondere vor dem Hintergrund, dass man sich ja auch selbst organisieren muss. Bewältigung des eigenen Alltags heißt ja zum Beispiel in der Wohnung leben, in der Wohnung schlafen, in der Wohnung sich bewegen. Bewegen könnte schon damit verbunden sein, dass gerade bei hochbetagten Menschen
die, sagen wir mal, Pflegestufe 1 oder 2 haben, die Chance, dass sie hinfallen, nicht gerade gering ist. Wer informiert eigentlich denjenigen, der ihm da zur Hilfe kommen könnte, dass da jemand gerade hingefallen ist? Es gibt da heute bestimmte Systeme, die Wohlfahrtsverbände haben, so ein Pieper, mit dem man sich dort kenntlich machen kann. Aber das kann ich ja auch anders organisieren. Das kann ich ja sehr viel stärker über das Internet organisieren, sehr viel verteilter organisieren. Und schon habe ich sozusagen einen Teil wieder geleistet, um meine eigene Lebenssituation zu bewältigen. Das zweite Thema ist ärztliche Betreuung. Wenn die Gesellschaft immer immobiler wird, dann müssen sozusagen die anderen mobiler werden. Und mobiler werden muss ja nicht bedeuten, dass ich physisch mobil werde, sondern ich kann ja eben auch online mobil werden. Das heißt, die Kommunikation zwischen dem zu Pflegenden und dem Arzt wird eine andere Bedeutung bekommen. Zuwendung dann über Videokonferenzen in einer Situation, wo ich im ländlichen Raum diese wünschenswerten Ärzte nicht mehr haben werde. Weil es ist ja nicht so, dass der Traum eines jeden jungen Arztes es ist, im ländlichen Raum sich als Landrat niederzulassen, sondern die Situation ist ja eher die, dass die nicht dort sie niederlassen wollen, sondern die wohnen dann halt in der Stadt mit allen Annehmlichkeiten, die in der Stadt eben auch vorhanden sind. Muss ich trotzdem organisieren, dass sie mit dem Arzt kommunizieren können, und eine dieser Kommunikationsmittel der Zukunft wird dann eben letztlich auch Videokonferenztechnologie sein, wo dann dieses Gespräch stattfinden kann und die Diagnose gestellt werden kann. Und das dritte ist der ganze Aspekt der gesellschaftlichen Integration. Man will ja auch teilhaben am Leben. Man will ja, obwohl man sozusagen 75, 80 Jahre alt ist, dennoch nicht nur fernsehen, sondern auch sich austauschen können, mit anderen zum Beispiel. In Niederlanden sind entsprechende Systeme errichtet worden, wo dann ältere Leute untereinander kommunizieren, die beide in ihren Wohnungen sind. Und zwar nicht übers Telefon, sondern halt über Videokonferenzen. Also gesellschaftliche Integration ist der dritte große Aspekt. Das ist dieser erste Block, dieser erste Kreis, der sozusagen die Bedürfnisse zeigt. Der zweite Block, oder der zweite Kreis zeigt dann, welche Umweltbeziehungen gibt es eigentlich, also welche Stakeholder sind denn in diesem Pflegeuniversum überhaupt vorzufinden. Und man kann sehen, das sind schon eine ganze Menge. Und wenn eine ganze Menge an Akteuren da sind, dann liegt es sehr nahe zu sagen, ich muss sie vernetzen. Und diese Vernetzungsmöglichkeit ist eben heute im Gegensatz vor 15 Jahren sehr viel stärker gegeben, vorausgesetzt immer, ich habe Breitband, ich habe entsprechende Anwendungen. Das ist also, ich muss natürlich mit dem Arzt kommunizieren, ich habe die Pflegeassistenzkräfte, ich habe die Krankenkassen, die also auch sehr stark analog arbeiten, heute im gesamten Pflegesystem. Also die Abrechnung findet selbstverständlich auf Papier statt und der Überweisungsträger wird vermutlich dann schon online digital sein. Aber es gibt dann doch noch eine ganze Reihe von Prozessen, die da zu unterstützen sein werden. Die Stadtverwaltung, die ja auch noch eine Rolle spielt, also diese örtlichen Sozialverwaltungen, die örtlichen Sozialämter, sind natürlich einzubeziehen oder die Rentenversicherung und natürlich auch der Finanzier, die Bank. Aber das ist ja nicht nur der Teil. Der andere Teil ist ja auch der persönliche Kreis von Freunde und Familie. Auch mit dem will man ja, wenn man 80 Jahre alt ist und pflegebedürftig ist, trotzdem weiter kommunizieren. Und mein Beispiel, was ich vorhin genannt habe, eben meine 81-jährige Mutter, die hat es dann plötzlich entdeckt, dass sie sagt, ja, Mensch, wir reden so selten miteinander und so weiter. Und ich möchte gerne teilhaben an eurem Leben. Und was machen wir? Wir sitzen dann auf der Terrasse und sagen, pass auf, wir machen jetzt, gut, ist jetzt ein anderes Produkt, nicht Google, wir nehmen den Apfel und ich zeige dir jetzt mal, wie unser Garten jetzt aussieht, indem ich halt mein Tablet nehme und sage, guck mal da, das und das haben wir gemacht. Plötzlich kriegt die ein Gefühl dafür, dass sie wieder eingebunden ist in das soziale Umfeld und das Ganze eben auch mit Neffen und Nichten und meinem Bruder. Das ist der zweite große Teil, den man eben vernetzen muss, und die Vernetzungsmöglichkeiten ergeben sich im Wesentlichen aufgrund von vernetzter Informations- und Kommunikationstechnologie. Der dritte Aspekt, das ist alles das, wo die digital unterstützbaren Vorgänge sich finden, also die Prozesse, also diese sozialversicherungsfreie E-Government-Zone endlich zu digitalisieren, wird eine der wesentlichen Aufgaben sein, und da geht es dann schließlich natürlich um die Fragen von Information. Wie bekomme ich Informationen? Wie kann ich Informationen weitergeben? Das halt mit dem Netz von Kommunikation und natürlich auch von Interaktion. Also Interaktion mit den entsprechenden
Stakeholdern, die im zweiten Kreis aufgeführt worden sind. Also unterm Strich ergibt sich ein ganz anderes System von Information, Kommunikation und Interaktion, als es bisher bekannt ist. Und wenn Sie jetzt alle sagen, naja, das wollen die ja gar nicht, die da eben 70 und 80 Jahre alt sind, dann würde ich mal ganz gerne daran erinnern, dass wir hier ein Zukunftskonzept beschreiben. Und Franz Reinhardt hat ja richtigerweise gesagt, dass also die Lebenserwartung von Männern und Frauen sich in den nächsten Jahren noch dramatisch nach oben begeben wird. Wir haben zurzeit bei Männern 78 Jahre. Dieses ist nach allen Prognosen auf ungefähr 83, 84 Jahre, wird auf 83, 84 Jahre ansteigen. Und bei Frauen haben wir zurzeit 83 Jahre. Dies wird nach Prognosen im Durchschnitt auf 86, 87 Jahren ansteigen. Wenn man dann weiß, dass eben mit dem zunehmenden Alter nicht nur der Fun kommt, sondern auch noch ein bisschen Krankheiten sich einstellen werden und dergleichen mehr, dann weiß man, das ist schon ein relevantes Thema. Und nochmal, 2,4 Millionen Pflegebedürftige heute, 4 Millionen im Jahre 2030, sagt der Pflegebericht. Und das Letzte, wo es jetzt wirklich, wo man sagen kann, das ist sozusagen, es tut sich was, das ist die ARD-Online-Studie, die jedes Jahr rausgegeben wird. Und nach dieser ARD-Online-Studie hat insbesondere die Gruppe der Silver Surfer, also die bisher vermeintlich aufgrund ihres Alters immer wieder angesehen werden, dass sie eben nicht internetaffin sind, die Gruppe mit dem größten Zuwachs sind 45%. So sagt die ARD-Online-Studie, der über 65-Jährigen haben inzwischen begriffen, dass das Internet ihnen mehr Lebensqualität bieten kann und sind entsprechend eingestiegen. Ja, Fragen dazu oder können wir dann gerne noch beantworten? Ich würde noch ganz gerne sagen, sämtliche Grafiken sind von Martha Friedrich erstellt worden in mühevoller kommunikativer Arbeit. Gibt es an der Stelle Fragen an die jeweiligen Repräsentanten der Arbeitsgruppen? Mikro kommt. Heute Morgen ist ein Punkt angeschnitten worden, Safety. Und ich kenne jetzt einen Spruch aus den USA, the next big thing is privacy. Wie gehen wir dann da zukünftig mit um? Das heißt, es sind viele und einige Bekannte, die sagen, ich will meine Daten nicht offenlegen. Das heißt, es stellt ein Problem dar. Und das hat Herr Professor Legeswies auch heute Morgen nochmal dargestellt. Wie verhält sich das jetzt bei den Einzelnen? Also gibt es Lösungen oder sind Lösungsansätze angedacht? Speziell im Pflegebereich ist es so, dass die Karte ist, die Karte ist immer noch nicht die Karte, wie sie sein sollte. Fragezeichen, Fragezeichen, ganz banal. Schwierige Frage, wer traut sich? Ja, zweifellos richtig, wenn wir die heutige Situation uns anschauen. Aber denken wir eben weiter, was passiert in 10, in 15, in 20 Jahren, wie gehen wir mit dem Thema um? Haben wir dann auch eine Situation erreicht, wonach sozusagen der Sicherheitsaspekt von IT-Anwendungen deutlich größer ist, als er heute der Fall ist? Ich habe da ein bisschen Hoffnung, muss ich auch gestehen, weil letztlich reden wir über Zukunft und wir machen keine Vergangenheitsretrospektive. Und damit ist meine Antwort eigentlich klar. Derjenige, der hartnäckige Digitalverweigerer sein wird, egal ob er pflegebedürftig oder nicht pflegebedürftig ist, der wird es auch bleiben, es sei denn, er wird vom Besseren überzeugt. Aber ich nehme meine Situation, ich bin jetzt 57 Jahre alt, in 20 Jahren bin ich 77, also da hoffe ich ehrlich gesagt, dass da längst Sicherheitsstrukturen entwickelt werden, die helfen, sozusagen meine Individualität zu bewahren, meine Daten zu bewahren und trotzdem mir die Möglichkeit zu geben, mich auch in diesem neuen Pflegeuniversum erfolgreich aufzutummeln. Ich würde vielleicht zu Beginn noch mal vorschieben, vielleicht einfach die Begriffe auch noch mal klar zu ziehen. Im Deutschen gibt es diesen schönen Begriff Sicherheit, der im Englischen eben zwei Bedeutungen hat. Das ist einmal Security und einmal Safety. Safety bedeutet im Wesentlichen, dass von so einem System keine Gefahr für Menschen ausgeht, wenn ihr Auto sich selbstständig macht. Und Security bedeutet, dass die Systeme und die Daten darin vor den Menschen in Sicherheit sind. Und was Sie jetzt ansprechen, ist ein Security-Thema, im Speziellen eben das Privacy-Thema. Und das ist
natürlich sehr wichtig. Das ist, gibt aber, sage ich mal, zwei Aspekte. Das eine ist, wenn man sich anschaut, wie heute Leute mit unterschiedlichen sozialen Medien umgehen, freiwillig und wahnsinnig viele Daten preisgeben, ja, dann ist das sozusagen irgendwo so ein bisschen ambivalentes Verhältnis mit diesen Medien. Das andere ist natürlich, gerade wenn ich in ein Thema Pflege etc. reinschaue, dann ist es natürlich sensibel. Und wir haben das vor einigen Jahren schon gemacht, gerade auch ältere Leute länger in den Wohnungen lassen zu wollen, zu erkennen, stürzen die, dann automatisch einen Notruf zu haben. Und was die natürlich auf keinen Fall haben wollen, ist zum Beispiel Videoüberwachung in den Räumen. Deswegen gibt es einfach dann Technologien, wo man sagt, ich habe keine Videobilder, ich habe keine Kameras in den Räumen, aber ich kann Wärmebildaufnahmen machen, ich kann einzelne Streifenaufnahmen machen. Daraus kann ich auch Sachen erkennen, aber ich habe kein Bild, das meine Privatsphäre irgendwo dann letzten Endes irgendwo preisgeben würde. Und das andere ist, dass die Technologien sich auch weiterentwickeln. Das heißt, wenn Sie Daten erfassen und die kompletten Daten, Sie werden nicht alle Daten komplett freigeben. Das heißt, Sie haben eine komplexe Wertschöpfungskette, was mit den Daten passiert. Und die Technologien entwickeln sich weiter. Auch wenn da verschiedene Firmen, verschiedene Stakeholder irgendwo Zugriff haben müssen, um den Service zu erbringen, bekommen nicht alle Zugriff auf alle diese Daten, sondern immer nur auf einen Auszug der Daten. Das Gleiche haben wir in der Logistik, wenn zwischendrin die Personen eben die Pakete mitnehmen, dann wird der Nachbar von nebenan wird sehen, wo muss das hin, aber er wird nicht sehen, wo es herkommt. Ja, er wird wissen, wenn er zum Zwischenlager liefert, was ist das für ein Zwischenlager, aber er wird weder Absender noch Empfänger kennen. Und das sind einfach Sachen, die man über die digitale Technologie hofft zu schaffen. Und natürlich gibt es wie immer ein gewisses Restrisiko einfach, dass einfach überall das, was ich verschlüsselt habe, wird es auch Leute geben, die versuchen, das wieder zu knacken. Aber irgendwo muss man auch schauen, was ist das kriminelle Potenzial und was ist der Nutzen davon. Und dann muss man eben Mehrwert gegenüber Gefahr stellen. Aber das Wichtige ist einfach, die Leute rechtzeitig mitzunehmen und zu sensibilisieren, um eben zu zeigen, da macht auch die Technologie Fortschritte. Ich würde an der Stelle auch mal, also wir haben es jetzt fast 18 Uhr, ich würde drei Sachen zu dem Thema sagen. Zum einen, Datenschutz ist natürlich so ein Riesenfass, dass wir heute um 2 Minuten vor 18 Uhr am besten nicht mehr in aller Gänze aufmachen wollen. Da sei vielleicht auch noch auf die 4. Collaboratory-Initiative verwiesen. Ist zwar schon ein bisschen her, aber auch da gibt es den Bericht noch online, der auch diese Probleme zumindest aufgreift. Zweiter Punkt wäre, der Hintergrundbericht zur Initiative ist in einzelnen Fassungen schon auf der Plattform. Auch die PDF-Version mit Layout und den Grafiken, die Sie gerade gesehen haben, ist spätestens morgen auch online. Da sehen Sie auch, was die Arbeitsgruppen da an Beispielen, Erläuterungen und so alles verfasst haben. Letztens bleibt mir nur noch mal zu wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Gucken Sie gerne auf die Plattform, schicken Sie uns eigene Beispiele, Erfahrungen, Artikel, die Sie zu dem Thema haben. Wir werden versuchen, das Portal dazu ein bisschen auszubauen, auch mit einem Veranstaltungskalender zu dem Thema Smart Country. Wie Herr Hubble sagt, Smart Country ist cool und deswegen werden wir da weiter dranbleiben. An der Stelle bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, nochmal danke an die Expertinnen und Experten, danke an die Kooperationspartner, von denen auch einige im Raum sind, aber nicht alle, die Initiative möglich gemacht haben. Die endet damit offiziell, aber wir hoffen, dass die Debatte um Smart Country damit erst losgeht. Die paar Fragen, die wir hatten, haben das schon illustriert, dass es da Gesprächsbedarf gibt. Wir haben bei Weitem nicht alle Fragen beantwortet, das war auch gar nicht Ziel der Initiative, sondern wir wollten hier einen Anschub leisten und eben einen Begriff mitprägen, der dann auch anderen Projekten und Veranstaltungen hilft, an den Sachen weiter dran zu bleiben. Vielen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben. Damit ist das Buffet jetzt offiziell eröffnet und ich freue mich, noch mit den einen oder anderen von Ihnen noch ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank.